Die Zerstörung Jugoslawiens wird live im Fernsehen übertragen. Der Rechtsanwalt Serdan Aleksic und der General Božidar Delić wurden damals Zeugen dieser Ereignisse und können darüber berichten, was in diesen schrecklichen Tagen vor sich ging. Wir waren eines der ersten Länder, die die Auswirkungen dieser amerikanischen Demokratie zu spüren bekamen. Wir haben eine echte Tragödie durchleben müssen. Ein kleines Land gegen ein so mächtiges Bündnis, das ohne Erlaubnis der UNO Serbien und Montenegro angegriffen und eine gewaltige Katastrophe verursacht hat. Die Operation Allied Force wurde als Völkermord bezeichnet. Gerechtfertigt wurde sie mit der Tyrannei des Regimes von Slobodan Milosevic. Viele sagen, dass die wahren Gründe, die wirtschaftliche Unabhängigkeit Jugoslawiens und seine Weigerung, der NATO beizutreten, gewesen seien. Der Rechtsanwalt Goran Petronijević recherchiert schon seit Jahren zu den in seinem Heimatland begangenen Verbrechen der NATO. Ihr Plan war es bereits in den 90er Jahren, den Balkan unter ihre Kontrolle zu bringen. Heute besteht ihre Strategie darin, Russland, auf dessen natürliche Ressourcen sie es abgesehen haben, einzukreisen. Mit der Auflösung des Warschauer Paktes ist die Welt unipolar geworden. Für die ganze Existenz des Warschauer Vertrages gab es nicht keinen Schuss in Europa. Keinen Krieg. Der Warschauer Vertrag ist verschwunden, wurde aufgelöst. Und schon gab es Krieg auf dem Balkan. Der Schaden war gewaltig. 120 Milliarden Dollar, über 3000 Tote, darunter 87 Kinder. Im Herbst des Jahres 2000 klagte das Bezirksgericht in Belgrad diejenigen an, die die Bombardierung Jugoslawiens befohlen hatten. Ich war Vorsitzender der Kammer des Obersten Gerichts von Belgrad, das Clinton und Blair schuldig sprach. Außerdem wurden der französische Präsident Jacques Chirac, der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, die US-Außenministerin Madeleine Albright, der NATO-Generalsekretär Javier Solana, der oberste Befehlshaber der NATO in Europa, Wesley Clark, sowie die Außen- und Verteidigungsminister der NATO-Staaten zu 20 Jahren Haft verurteilt. Eine der Straftaten, für die die NATO-Staatschefs verurteilt worden waren, war der Einsatz verbotener Waffen, Streubomben und Uranmunition. Die Verwendung von angereichertem Uran führte zu einem deutlichen Anstieg von Krebserkrankungen in unserem Land. 10 Jahre nach dem Bombardement erkrankte ich selbst. Die Ärzte behaupteten, dass die Tumore, die sie mir entfernten, eine Folge von abgereichertem Uran seien. Ich hatte Gelegenheit, Wesley Clark, dem NATO-Befehlshaber, in Brüssel eine Frage zu stellen. Ich nannte ihn einen Verbrecher von planetarem Ausmaß, was er auch ist. Ich fragte ihn, wie konntet ihr mein Land angreifen, von dem für niemanden eine Gefahr ausging? Und das ohne die Erlaubnis des UN-Sicherheitsrates. Er antwortete, das stimmt, wir hatten keine Erlaubnis des Weltsicherheitsrats, aber wir haben innerhalb der NATO einen Konsens erzielen können.
Eine dermaßen oberflächliche Antwort bekam ich von jemandem zu hören, der die mächtigste Armee im Kampf gegen ein Land